Dann baust du einen Funnel. Du automatisierst, dass du Geld verdienen kannst. Ich habe mal anderthalb Jahre lang nur 2 Stunden am Tag, weil ich so krank war mit 39, nur 2 Stunden am Tag aufstehen können. Die restliche Zeit habe ich gelegen und geschlafen. Wie machst du dann weiter? Was machst du in den 2 Stunden? Wenn du eine große Idee hast, die dir wirklich im Herzen liegt, dann machst du weiter. Und dann findest du die Kraft. Also, hab deine große Idee wirklich ganz groß auf dem Bildschirm. Mut zum Glücklichsein wirst du sie finden oder noch bestätigen, wenn du sie nicht ohnehin schon hast. Das Zweite ist, dass du dann damit Party machst. Party machen, also Content raushauen in Social Media, klingt zu gewaltig. Das klingt auch wieder so, als müsstest du erst etwas wissen, um es dann zu können. Also, dass du es eigentlich erst können musst, bevor du es machst. Das ist aber Unsinn. Erzähle den Leuten deinen Weg. Schreib dir das unbedingt auf. Schritt 2. Wenn du noch nicht ein Meister bist, erzähle den Menschen deinen Weg. Schreib ihnen von deinen Problemen auf dem Weg. Schreib ihnen, was du gemeistert hast. Erzähle den Weg. Spiele nicht den Meister. Du könntest zum Beispiel jetzt schreiben, ich war auf dem Seminar. Und da geht es genau darum, dass ich dir, der zuschaut, zuhört, liest, mehr Nutzen geben kann. Das habe ich gelernt. Und mein wichtigstes Learning war, schreibst du Learning. Und am nächsten Tag kannst du einen Post machen oder kannst ein kurzes Video aufnehmen und kannst sagen, jetzt habe ich das und das probiert, hat nicht funktioniert. Und ich habe jetzt auch eine Idee, warum nicht. Und jetzt versuche ich mal, also erzähle authentisch deinen Weg. Du nimmst niemanden mehr mit, als wenn du authentisch deinen Weg erzählst. Du kannst natürlich auch so tun, als wärst du der Heilige, der gerade vom Berg fährt, in Licht eingehüllt, mit unfassbar viel Geld, Macht, Einfluss und Energie und Weisheit und verkündest den Menschen jetzt, wie sie ihr Leben verändern können. Die haben wir alle paar tausend Jahre mehr mal, die müssen wir nicht unbedingt auch sein. Wir können den Leuten sagen, wie es um uns steht. Und noch mehr, wir sollten das den Leuten sagen. So, und jetzt postest du das und jetzt kommen Kommentare. Sind wir bei Schritt 3. Und aus den Kommentaren liest du jetzt, dass einer sagt, von so einem Lulli will ich nicht lernen. Oder wie ziehst du dich denn schon an? Das kommt auch, ich sag's euch. Oder in meinem Fall, wie hohl bist du denn? Als wenn Geld das Allerwichtigste wäre. Ey Bruder, mach mal ruhig. Ich höre die fast reden, wenn die schreiben. So, und jetzt guckst du in die Kommentare und erkennst, wer ist dein Kundenavatar? Wen willst du nicht? Wen willst du, wen willst du nicht? Das ist ein herrlicher Weg. Wir Referenten wollen, dass du immer mehr diesen Weg verstehst, dass es gar nichts anderes, logischeres geben kann, als diesen Weg zu gehen, um dein Unternehmen aufzubauen. Und aus den Kundenavataren machst du eine Liste, wie indem du sagst, komm doch mal auf meine Website. So von Zeit zu Zeit sagst du mal wieder heute, neuer Content, erzählst wieder von deinem Weg. Heute habe ich mal das probiert. Und ich habe gesagt, wie kann ich die Menschen, als Beispiel, mal zu einer Party zu mir nach Hause einladen. Natürlich online. Und das möchte ich heute tun. Ich lade dich ein, komm doch mal auf meine Party. Und lädst du sie ein auf deine Website und da machst du irgendwas, ein Webinar, irgendwas erzählst du. Dann hast du die E-Mail-Adresse, sammelst deine Liste zusammen. So, wenn du eine Liste hast, machst du irgendwann mal ein Angebot und du weißt schon was, Dialogprodukt, haben wir ja gelernt, unbedingt Dialogprodukt, damit du in den Austausch kommst mit den Menschen, damit die dich kennenlernen und du sie kennenlernst. Dialogprodukt, erstes Produkt. Dann baust du einen Funnel. Funnel ist ja nichts Neues. Ist ja nicht so, als das Internet erfunden wurde, ist da kurz danach dann am Tag 2 der Schöpfung der Funnel erfunden worden. Funnel gab es immer schon, nur im Internet geht das alles automatisch und viel, viel schöner und viel, viel großartiger und weitreichender. Machst du also einen Funnel. Du automatisierst, dass du Geld verdienen kannst.
Musst du nicht selber machen. Sagst du, holst du das Äffchen raus und sagst, oh nee, das ist nichts, was ich machen möchte mit dem Funnel. Und schwupp, suchst du einen, dem du das Äffchen auf die Schulter setzen kannst. Und der sagt, geil, da habe ich immer schon drauf gewartet. Das liebe ich, das liebe ich. Und du weißt, jetzt hast du einen, der ist der Richtige dafür.